Hallo und herzlich willkommen, hier ist die Shelia und im heutigen Video geht es wieder um das Thema Zielgruppe und Positionierung. Heute werden wir über Flaggschiffe sprechen. Daher ist es so passend, dass wir heute das Mittelmeer als Kulisse haben und ich hoffe, dass dir diese wunderschöne Kulisse in Italien gefällt. Im letzten Video ging es darum, dass man als Einzel- oder Kleinunternehmer fokussieren sollte. Fokussieren deswegen mit seiner Zielgruppe und Positionierung unter anderem, weil man nur begrenzt Zeit, Energie und Budget zur Verfügung hat. Ein weiterer Grund, warum man fokussiert, ist, dass man auf dem Markt keine Verwirrung verursachen möchte und man möchte klar für eine Sache stehen, für eine bestimmte Zielgruppe. Es gibt bestimmt andere Gründe. Auf jeden Fall haben einige von euch erkannt, dass Fokussierung gut wäre für euch. Und ihr habt mir geschrieben und gesagt, ja, ich möchte das, aber es gelingt mir bisher nicht. Vielleicht trifft es auf dich zu, deswegen beschreibe ich eine E-Mail, die ich bekommen habe. Jemand hat mir geschrieben und gesagt, ich arbeite seit Wochen, wenn nicht Monate daran, meine Angebotspalette schmäler zu machen. Und nachdem ich sehr viel in mich gegangen bin und sehr viele aussortiert habe, habe ich trotzdem 6, 7, 8 Produkte, Dienstleistungen in meiner Angebotspalette. Und ich weiß nicht, wie ich das noch enger machen könnte. Und ich möchte das eigentlich gar nicht mehr enger machen, weil ich schöne Dinge nicht loslassen will. Also Dinge, die mir wichtig sind in meiner Angebotspalette. Hast du die sündende Idee, Shelia? So, heute im Video möchte ich einfach einen Impuls geben dazu. Ob es eine zündende Idee ist, weiß ich nicht, aber es ist sicherlich eine gute Idee. Daher reden wir über Flaggschiff-Produkte. Früher, als man in solchen Gewässern gefahren ist mit riesigen Schiffflotten, ist man nicht in eine Linie vorgegangen, auch nicht in fremden Gewässern, sondern eher in eine Spitzenformatierung. Und an der Spitze von dieser Flotte war das beste Schiff. Und das beste Schiff wurde nicht nur ausgerüstet mit mehr Gewehr, sondern es hatte auch visuelle Merkmale, die anders waren als die anderen Schiffe. Da war eine Flagge vorher, daher kommt dieses Flaggschiff als Begriff. Und diese Fahne symbolisierte die Flotte. Und die Personen auf diesem ersten Spitzenschiff waren bekannt. Also es waren so berühmte Kapitäne und andere personale Mitglieder. Und von Weitem hat man dieses Flaggschiff gesehen und gewusst, okay, da kommt so eine kraftvolle Flotte auf mich zu. Dieses nach vorne gehen mit deinem besten Produkt wird auch in der Markenkommunikation genutzt. Und ein klassisches Beispiel ist auch bei Nivea. Vielleicht kennst du das auch. Über Jahrzehnte hinweg wurde diese kleine blaue Büchse von Nivea ein Flaggschiff-Produkt. Und obwohl sie Dutzende, wenn nicht an hunderte andere Produkte hatten, haben sie ihr Werbebudget dafür eingesetzt, um diese blaue Büchse zu kommunizieren. Die haben aber auch diese blaue Büchse vorne in den Regalen oder in den Schaufenstern von DM zum Beispiel gestellt. Und die haben deswegen fokussiert, obwohl sie eine große Produktpalette hatten und die Wirkung der Werbebudgets etc. haben auf die anderen Produkte positiv ausgestrahlt. Okay? So mein Impuls und meine Aufgabe für dich heute, wenn du diese annehmen möchtest, ist, wo kannst du in deine Angebotspalette hinschauen und eine Sache rausziehen, womit du auf dem Markt nach vorne gehst? Wohl wissen, dass du einige andere Dinge behalten darfst, diese jedoch kommunikativ nicht so stark pushst. Die sind einfach dort, sie profitieren von der Strahlkraft von deinem Flaggschiffprodukt, aber werden nicht so deine Energie, dein Fokus rauben, weil du dich fokussierst auf dein Flaggschiffprodukt, Dienstleistung oder Programm. Okay, ist das dein Ding? Ich hoffe, dass dir diese Aufgabenübung und Impuls heute gefallen hat. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ich freue mich drauf. Bis dann.